Willkommen zurück. Auf dieser Straße in Südtirol gehen merkwürdige Dinge vor sich. Skateboards, Bälle und sogar ganze Autos rollen wie von alleine einen Berg hinauf. Scheinbar spielen die Naturgesetze hier vollkommen verrückt. Krass, was ist jetzt? Eine Geisterstraße in Italien. Es sieht so aus, als würde hier buchstäblich einiges schieflaufen. Ein klarer Fall für What the Fuck. Wir reisen zur scheinbar magischen Straße. Hier wird Galileo-Reporter Christoph Karasch gleich sein blaues Wunder erleben. Bitte halten Sie an. Krass, was ist jetzt? Ich glaube, wir haben den Ort gefunden. Ich roll gerade den Berg hoch. Wie krass ist das denn? Mit Schalthebel im Leerlauf und Fuß neben dem Gaspedal rollt Christoph den Berg hinauf. Ziemlich abgefahren. Und unser Reporter weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Das Haus steht doch oben am Berg, oder nicht? So sieht es zumindest aus. Wie abgefahren, ey. Hier bleiben wir jetzt wieder stehen. Oben am Berg bleiben wir stehen. Macht natürlich total Sinn. So, und wenn ich jetzt vorwärts fahren will, dann muss ich wieder Gas geben, oder wie? Obwohl es ja da ganz eindeutig bergab geht. Das ist so krass. Das will ich mir jetzt mal genauer anschauen hier. Ich muss mal irgendwo einen Parkplatz finden. Das Auto kommt doch gerade bergab hier an. Ja, Christoph, das sehen wir ja auch so. Mal sehen, was die Expedition zu Fuß bei unserem Reporter bewirkt. Es fühlt sich immer noch so an, als würde ich bergab laufen. Es sieht aber aus, als würde ich bergauf laufen. Das macht mich wahnsinnig. Christoph macht den Test. Mit einem Skateboard, einer Wasserflasche und einem Ball will er checken, ob auch andere Gegenstände den Berg hinaufrollen. So, jetzt fahren wir hier mal die ganz harten Geschütze auf. Klare Sache, der Ball rollt zum Stoppschild. Sollte er zumindest. Macht er aber nicht. Wieso denn nicht? Wenn wir das wüssten. Irgendwas läuft hier buchstäblich schief. Christoph startet den nächsten Versuch mit einem Skateboard. Das ist so geil. Und jetzt mit Schwung den Berg runter. Rauf. Ja, wieder nun. Selbst das reicht Christoph noch nicht. So, jetzt kommt noch der ultimative Wasserlauftest. Das Wasser wird entscheiden. Christoph? Ach so. Dieses Wasser. Es läuft bergauf. Christoph entwickelt seine eigene Verschwörungstheorie. Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende. Ist dieser Ort hinter mir vielleicht tatsächlich magnetisch? Kann das überhaupt sein? Magnetischer als andere Orte? Naja, Bälle und Wasser sind eigentlich nicht magnetisch. Aber im Bermuda-Dreieck sollen ja auch Magnetkräfte verrückt spielen und Schiffe verschwinden lassen. Wäre rein theoretisch, also denkbar. Aber woher kommt die Erdmagnetkraft? Unser Erdmagnetfeld wird angetrieben von elektrischen Strömen, die im eisernen Erdkern entstehen. Es umspannt die Erde wie eine schützende Hülle und wirkt als Schutzschild vor Strahlung aus dem All. Die Magnetkraft auf der Erde hat aber gerade mal 50 Mikrotesla, ist also sehr gering. Um ein Auto zu bewegen, bedarf es fast 60.000 Mal so viel. Klingt nach Verschwörungstheorie. Gut, dass der selbsternannte Verschwörungsskeptiker und ehemalige Chemieprofessor Luigi Carlascelli Christoph zur Hilfe kommt. Hello, buongiorno. I'm Christoph. Ich bin Christoph. Ich brauche Ihre Hilfe. Kann es sein, dass hier Magnetkräfte wirken? Selbst wenn wir dort den stärksten Magneten der Welt hätten, würde er das Auto am Anfang ganz langsam anziehen und dann schwupps Richtung Boden drücken.
Das ist hier nicht der Fall. Nein, alles rollt langsam und ebenmäßig den Berg hinauf. Keine Magnetkräfte also. Geht es hier vielleicht doch nur bergab, auch wenn es nicht so aussieht? Luigi testet das mit einer Wasserwaage. Die Blase ist nicht mittig. Das heißt, die Straße neigt sich in diese Richtung. Deswegen ist die Blase dort. Ist das der finale Beweis? Nein. Denn wenn die Schwerkraft nicht senkrecht verläuft, würde das auch die Wasserwaage beeinflussen. Wie jetzt? Obwohl die Wasserwaage klar anzeigt, dass die Straße bergab geht, reicht der Beweis noch nicht? Gibt es etwa noch mehr Verschwörungstheorien? Wie könnte man die Schwerkraft beeinflussen? Dazu müsste unter der Straße ein schwarzes Loch sein. Ein schwarzes Loch? Wäre das möglich? Nein. Okay, Magnetkräfte und schwarze Löcher sind schon mal ausgeschlossen. Der Professor hat aber noch mehr in petto. Ja, diese Landschaftsmessgeräte sieht man ja häufiger mal am Straßenrand. Wie funktioniert das? Wenn du durch den Sucher schaust, siehst du ein Fadenkreuz. Damit kannst du die Höhe auf dem Messstab ablesen. Luigi benutzt ein Höhenmessgerät, um den Höhenunterschied zwischen Anfang und Ende der Straße zu messen. Christoph macht den Handlanger und hält das Lineal. Und so funktioniert's. Luigi stellt sein Messgerät auf eine feste Höhe ein. Mithilfe von Christoph misst er die Höhe der Straße an zwei Punkten ab. Wenn Christoph nach oben wandert, wandert auch der Nullpunkt des Lineals mit. Je höher Christoph steht, desto kleiner müsste also der Messwert sein. Luigis Ausgangswert am Fuß der Straße? 1,952. Jetzt geht Christoph zumindest optisch bergauf. Der Wert müsste also sinken. Aber hier sind es 2,295. So, jetzt will ich mal wissen, was diese Zahlen hier bedeuten. What do these numbers mean? Okay. Der erste Wert war bei 195. Und der letzte bei 229. Das heißt, der Messstab ging nach unten, als du dort hinten warst. So, also hier war der erste Messwert bei ungefähr 1,90 Meter. Dann bin ich ja den Berg runtergelaufen. Das heißt, die Stange geht weiter nach unten und die gleiche Höhe von diesem Messgerät aus landet dann plötzlich da. Macht tatsächlich einen Unterschied von gut 30 Zentimetern nach unten. Das ist der Beweis in Zahlen. Hier geht es tatsächlich bergab. So, die Fakten sprechen absolut für sich. Ich verstehe nur immer noch nicht, warum mein Auge das nicht sehen kann. Why is it not warum kann ich nicht sehen, dass es bergab geht? Downhill here. Uns geht es wie Christoph. Wir verstehen es auch nicht. Aber der Professor hat da mal ein Modell vorbereitet. Schließlich beschäftigt er sich schon seit Jahren mit solchen Phänomenen. Das kleine Männchen stellt Christoph dar. Die Schnur ist seine Blickachse. If we have a road slightly downhill, wenn wir eine leicht abfallende und eine steil abfallende Straße haben, like wie hier, dann verschiebt sich für uns der Horizont. Der Betrachter denkt, dass die Horizontale nach unten geht, wie hier. Aber denkt dran, für ihn ist das die Horizontalebene. Also sieht er es so. Für ihn ist das der sichtbare Horizont. Und deswegen geht die Straße nach oben und die andere runter. Und plötzlich geht die obere Straße nach oben, ne? So sieht die Straße also wirklich aus. Die untere Straße hat ein Gefälle von 10% und unsere Geisterstraße von 1%. Christoph schaut in Wahrheit den Berg hinab.
Sein Gehirn orientiert sich an der Kuppe der Straße. Das ist für ihn der sichtbare Horizont. Der wahre Horizont liegt aber viel höher. Fakt ist, alles nur eine optische Täuschung, verstärkt durch die steil abfallende Straße und die Kurve. Wenn du mich für andere Mysterien brauchst, ruf an. Das werde ich. Ich habe ihre Nummer. Es gibt immer für alles eine Erklärung. Und manchmal ist es ja so, dass wenn man weiß, dass es sich um eine optische Täuschung handelt, man es plötzlich auch anders sieht. Das geht mir hier überhaupt nicht so. Ich gehe genauso ratlos und staunend, wie ich gekommen bin. Mit Skateboard. Den Berg hoch. Tschüssi. Wenn Sie mal in Südtirol unterwegs sind, dann schauen Sie doch einfach vorbei und machen mal selbst den Test.